Moin Leute, heute geht's um Bodentypen. Im letzten Video haben wir die Bodenarten behandelt. Bodenarten könnt ihr nach den Korngrößen der Bodenkörner unterscheiden. Sand, Schluff oder Ton bestehen jeweils aus unterschiedlichen Korngrößenspektren. Jetzt gibt es aber auch die Bodentypen. Da ist nicht die Korngröße entscheidend, sondern der Entwicklungszustand der Böden. Beispiele von Bodentypen sind Schwarzerde, Braunerde oder ein Podsol. Die Bodentypen sind unterschiedlich weit entwickelt. Nur, was heißt das jetzt? Böden verändern sich im Laufe der Zeit. Die Veränderung der Böden ist abhängig von Dingen wie dem Ausgangsgestein, der Vegetation oder dem Klima. Je nach Stadium der Entwicklung gibt es dann unterschiedliche Bodentypen. Böden mit dem gleichen Bodentyp sehen gleich aus. Ein Bodentyp hat immer die gleiche Abfolge von Bodenhorizonten. Okay, und was sind jetzt Bodenhorizonte? Bodenhorizonte sind einfach Bodenschichten, die waagrecht im Boden verlaufen. Hier könnt ihr mal ein Bodenprofil mit seinen Horizonten sehen. Die Horizonte sind erst immer mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Ganz oben seht ihr den O-Horizont. Das O steht für organische Auflage. Das ist also die Schicht aus noch kaum verrottetem Pflanzenmaterial. Der A-Horizont steht für den Oberboden. B ist der Unterboden und C steht für das Ausgangsgestein. Das ist das Gestein, das sich noch nicht zu kleinen Bodenteilchen aufgelöst hat. Okay, das waren die Großbuchstaben. Jetzt stehen hinter den Großbuchstaben meist noch Kleinbuchstaben. Wie beim AH-Horizont. Ein kleines H steht immer für humusreich. Der AH-Horizont ist also ein humusreicher Oberboden. Den Übergang von den Bodenhorizonten könnt ihr einfach mit den Großbuchstaben der übergehenden Horizonte benennen. So wie hier AB. Merken solltet ihr euch auf jeden Fall den BV-Horizont. Das kleine V steht für verwittert oder auch verbraunt oder verändert. Bei dem Bodentyp Braunerde ist zum Beispiel der Unterboden braun. Je nach Horizontabfolge haben die unterschiedlichen Böden dann unterschiedliche Eigenschaften. Wir schauen uns mal zwei wichtige Bodentypen an. Das hier ist eine Schwarzerde. Manche Leute nennen die auch Tschernosee, ist der russische Begriff. Kleines Quiz, wie viele Horizonte hat die Schwarzerde? Genau, zwei. Bei der Schwarzerde gibt es nämlich keinen B-Horizont. Merkt euch das am besten für die Übungsaufgaben. Die schwarze Schicht ganz oben ist der riesige AH-Horizont aus Humus. Die Schicht ist mindestens 40 cm groß und gibt der Schwarzerde ihren Namen. Der große Humusanteil macht die Schwarzerde sehr fruchtbar. Schwarzerden haben meist auch viele Tonminerale. Die tragen auch zur guten Bodenfruchtbarkeit bei. Okay, soweit zum AH-Horizont. Unter dem AH-Horizont findet ihr nur noch das Ausgangsgestein. Das ist dann ein LCC-Horizont. Das kleine L steht für ein lockeres Ausgangsmaterial. Das kleine C steht für kalkhaltig. Schwarzerden entstehen also auf lockeren und kalkhaltigen Ausgangsmaterialien, so wie zum Beispiel Löss. Eine besondere Rolle hat der Kalk. Kalk hält den pH-Wert vom Boden im neutralen Bereich. Der Kalk verhindert also, dass der Boden versauert. Er dient sozusagen als pH-Puffer. Okay, aber was bringt die pH-Pufferung? Unter den gepufferten Bedingungen fühlen sich viele Bodenlebewesen wie Regenwürmer am wohlsten. Die Bodenlebewesen sind dann wiederum Voraussetzung für die starke Humusanreicherung und eine gute Bodenstruktur. Regenwürmer mischen die organischen Bestandteile von oben nach unten. So entsteht dann schneller Humus. Wichtig für die Humusanreicherung ist, dass es warm ist und der Boden regelmäßig durch Regen befeuchtet wird. In zu warmen Regionen wie in den Tropen baut sich der Humus allerdings schneller ab, als er sich aufbauen kann. Die Mineralisierung ist schneller als der Aufbau von Humus. Außerdem werden im neutralen Bereich mehr Nährstoffe an den Tonmineralien des Bodens festgehalten. Deshalb ist die Nährstoffauswaschung kleiner. Schwarzerden könnt ihr zum Beispiel in der Soester Börde finden. Okay, die Schwarzerde hat also einen großen AH-Horizont mit vielen Bodenlebewesen. Deshalb ist sie so fruchtbar. Schauen wir uns mal einen Bodentyp an, der nicht so fruchtbar ist. Das ist ein Podsol. Bei einem Podsol ist der Boden nicht kalkhaltig. Deshalb sinkt der pH-Wert zum Beispiel durch sauren Regen ganz schön stark ab. Das mögen die Regenwürmer gar nicht, die hauen dann ab. Die Würmer transportieren die Streu von oben also nicht mehr nach unten. Es bildet sich deshalb oben eine fette Streuauflage, die nur langsam verrottet. Das heißt dann Rohhumus. Dann kommt ein kleiner AH-Horizont, wo die Streuauflage dann schon weiter verrottet ist.
Der niedrige pH-Wert hat aber noch andere Folgen. Erstmal sorgt der saure pH-Wert für eine Zerstörung von Tonmineralen. Das ist schlecht für die Bodenfruchtbarkeit. Außerdem steigern hohe pH-Werte die Auswaschung von Kationen ins Grundwasser. Nährstoffe gehen also verloren. Der niedrige pH-Wert sorgt auch noch dafür, dass die farbgebenden Bodenbestandteile wie Humus und sogenannte Sesquioxide aus dem Oberboden nach unten verlagert werden. Das ist auch schlecht für die Bodenfruchtbarkeit. Sesquioxide sind zum Beispiel Eisen- oder Aluminiumoxide. Es bildet sich dann ein ausgeblichener Horizont im Oberboden. Der heißt AE. E steht für Eluvial. Der AE-Horizont ist also ganz ausgeblichen, weil die farbigen Bodenteile nach unten verlagert wurden. Im Unterboden setzen sich dann die Sesquioxide und Humusbestandteile ab und formen einen BH-Horizont aus Humus und einen BS-Horizont aus Sesquioxiden. Die Sesquioxidablagerungen haben eine rötlich-braune Färbung. Zusammen mit dem schwarzen Humus können diese Sesquioxide den sogenannten Ortstein bilden. Das ist eine verdammt harte Schicht im Unterboden. Der Ortstein verhindert, dass Regenwasser in das Grundwasser versickern kann. Es staut sich. Das ist schlecht für die meisten Pflanzen und es bilden sich große Pfützen. Was merkt ihr euch also für den Bodentyp Putzoll? Der Putzoll ist sehr sauer. Es gibt kaum Bodenlebewesen, die Bodenfruchtbarkeit ist sehr schlecht und es kann sich Ortstein bilden. Okay, und was haben wir sonst noch gelernt? Es gibt verschiedene Bodentypen. Bodentypen werden nach dem Entwicklungszustand unterschieden. Jeder Bodentyp hat eine typische Abfolge von Bodenhorizonten. Merkt euch da, was die Großbuchstaben heißen und am besten auch wichtige Kleinbuchstaben, wie bei AH oder BV. Dann haben wir uns zwei Bodentypen angeschaut. Wichtig bei der Schwarzerde war die hohe Bodenfruchtbarkeit durch den großen Humusanteil und die vielen Bodenlebewesen. Der Putzoll ist im Gegensatz dazu ein kaum fruchtbarer Bodentyp. Die Hauptursache liegt an dem geringen Boden-pH. Okay Leute, damit das in der nächsten Klausur perfekt sitzt, holt euch euer Trinkpäckchen Eistipp Pfirsich und ab geht's zu den Übungsaufgaben. Die findet ihr auf thesimpleclub.de und auf unserer App. Einfach hier klicken. Bis gleich.